Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries, Big Ambitions haben wir schon abgedreht. Mir ist was aufgefallen. Das hier, seht ihr das? Das ist ein komplettes Chaos. Wisst ihr warum? Weil es einfach ein komplettes Chaos ist. Wie kann ich dieses komplette Chaos anpassen? Indem ich das System schlau mache. Und nicht wie ein Maniac hier versucht, alles weird zu halten. Denn so wie es ist, kann ich auch einfach hier rangehen. Sagen wir, machen das hier so. Sag, ich gehe hier ran mit dir. Und binde das so an. Und danach verbinden die sich auf einen Haufen. Viel einfacher. Ne? So. Wir haben hier natürlich aktuell vom Dampf keinen weiteren Anschluss. Weil alles aktuell in den Turm reingeht. Das können wir aber ändern. Wir müssen das ganze Gewirrwarr sowieso auflösen. Weil das ist Sohle, die hier reinfließt. Ah, schau an, Sohle bräuchten wir rein theoretisch sozusagen hier vorne auch. Okay. Ein bisschen Sohle brauchen wir. Sogar relativ viel Sohle. Upsala. Ja, sonst schnappe ich mir einfach das eine Sohlekabel hier. Und setze das da vorne an. Das machen wir jetzt hier so. Rohrleitung 3. Und das läuft dann einfach hier mit und wird dann vorne angebunden. Das ist natürlich die Sache, ich muss hier oben drüber laufen komplett. Schauen wir, wie das gut funktioniert. So. Und jetzt halt kopiere ich einfach die zwei Kabel hier und mache mir ein einfaches Leben draus. Jetzt machen wir einmal Rotate, eins hoch. Gut. Weil jetzt müssen wir sozusagen rauf. So. Nein, warum? Gott, das Ding beschwert sich schon wieder, ich weiß gar nicht warum. Hör auf jetzt! Geht doch. Hör auf, dich zu beschweren, Mensch. Was ja nicht ist, was jetzt da dran so schwer war. So. So, er macht's braver. So.
Perfekt. So, dich machen wir quasi auf dieselbe Weise. Aber nur bis hierhin. Weil ab hier gehst du in den Tank hier rein. Genau. Gott, schaut euch diese Anlagenverbindungen an, die ich jetzt baue. Holy shit. So, Dampf muss ich mir jetzt kurz überlegen, weil... Zack, okay. Schnell liefern. So. In Zukunft hätte ich gern, dass die hier gerade so durchlaufen. Das wird jetzt fürs Erste noch nicht funktionieren. Aber wir werden trotzdem schauen, dass wir die selbe Mentalität halten. So, okay. Vom Vater der komplett selbe. Genau so. Nein, nein, nein. Ah, not again. So, das ist die neue Leitung, die entstehen soll. Und ich glaube, die lassen wir als Erstes entstehen. Diese brutal riesigen Leitungen. Beziehungsweise den Leitungswald, der hier gebaut werden wird. Die beiden können wir auch schon errichten. Und die mittlere Fahrspur lassen wir auch schon fertig bauen. Genauso hätte ich gerne, dass wir dich hier fertig bauen. Wir checken gleich mal, dass alle Kabel hier auch soweit ready to go sind. Wir lassen die zwei kleinen hier auch fertig bauen. Das ist ein großes Umbauprojekt. Holy shit. Wir schnappen uns im Grunde den kompletten Teil hier und ziehen das nach da vorne, um dann hier eine große Spur zu ziehen. Euch beide bauen wir auch. Ihr werdet mit Rohrleitungen 3 versorgt. Genau. Und werden wir auch entpausieren.
Jetzt wird gleich hier die Hölle losbrechen, weil das sind große Bauaufträge, die ausgeführt werden. Und gleichzeitig müssten wir eigentlich mittlerweile den Handel hier. Benötigt mindestens Stufe 2. Aber ich habe doch Stufe 2. Ah, nee, verbessert auf. Schiff, kommst du bitte zurück? Wir brauchen noch mehr. Oh, fuck. Und ja, Leute, es ist sehr spät. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs gewesen und es ist jetzt 22.42 Uhr. Ich bin saumüde. Aber ich will wenigstens 2 Folgen für euch die Woche aufnehmen, damit ich wieder in den Rhythmus komme, weil ich war jetzt halt die ganze Zeit unterwegs. Das hat... Ich merke es, nennen wir es so. Ich sollte den Leuchtturm ausschalten, ne? Leuchtturm, Pause. Und ich kann den wahrscheinlich hier fertig bauen. So. Daran wird gearbeitet, gut. Jetzt sehen wir schon, starke Auslastung ist jetzt gegeben. Jetzt werden wahrscheinlich gleich viele Bauarbeiter hier runterfahren. Ja, alles Bautechnik. Die Kohle hat zum ersten Mal seit langem kein Baugebiet mehr. Ich glaube sie kommen. Wir werden hier mal ein bisschen vorgraben, so. Aber jetzt seht ihr hier schon die neue Technik, die entsteht. Was ist denn dein Problem? Die neuen Kabel stehen quasi. Wenn der fertig gebaut ist, dann haben wir nicht schon mal wieder Zugänge. Schau dir an, flup. Neue Kabel entstehen, massiv. Schau mal, er schickt jetzt auch schon die ersten nach unten, weil er mit der Priorität nicht mehr weiterkommt. Bedeutet, rein theoretisch funktionieren die Zuläufe auch schon. Jetzt fehlt nur noch der Rest, den müssen es liefern. Und weißt du was? Einfach weil wir es können. Endpausiere ich die komplette Abteilung schon. Oh, ich liebe es, wenn ich ihre Hoffnungen zerstöre von den Kollegen. Vor allem, da kommt in Zukunft ja noch ein Hafen dazu, der gemacht werden muss und alles. Beladen, starten. Und ja, ich wollte eigentlich auch gerade das Krankenhaus in der letzten Folge machen, aber ich bin irgendwie so ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Aber das könnten... ja, ich soll es machen und ich werde es in der nächsten Folge machen. Goddammit. Ich wollte eigentlich auch den Atomreaktor machen. Achso, ich arbeite am Atomreaktor. Ich mache gerade bloß die Stabilitätsgrundlagen fertig. Für die Zukunft. Wie ist es eigentlich, wenn ich hier sage, ich mache das alles? Geht das oder dreht er mir durch? Nein, es geht. Cool. Ich darf jetzt nicht mehr genug. Oh, ich habe auf 0 gesetzt. Ups. Die gehen auch nicht mehr. Also interessant, okay. Der hier geht auch. Doch, der geht noch. Was habt ihr denn? Dampf wird verteilt. Ach, die werden auch schon quasi fertig gebaut. Da kann ich unterstützen. Da kann ich doch unterstützen, oder? Hä? Ne, nicht ganz, weil da fehlt eins. Ups. Ich sollte schauen, dass ich die Roten wieder an Mann krieg. Er hat mir gerade die Gelben noch aufgefüllt. Bedeutet, er füllt mir jetzt dann aber gleich die Roten auf. Jetzt als nächstes kommen die Roten wieder ran. Gut, 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 gut. Beladung fertig? Alle benötigte Fracht geladen. Gut, dann. Fracht ausliefern, tun wir uns auf die nächste Stufe noch erheben. Bei den Kollegen. Weil dann können wir hier vorne den Austausch mit Schwefel machen. Der ja dringend notwendig ist, damit unsere Produktion weiter funktioniert. Und vor allem die Kollegen hier vorne nie zu voll laufen. Was wir aktuell ganz gut unter Kontrolle wieder haben. Und dadurch bleibt unsere Gesundheit auch im positiven Bereich. Was ich sehr, sehr schön finde.
Und wir sind wieder im Nidus, weil Grippe moderat. Bedeutet, ich müsste eigentlich schon wieder handeln. Dass er sich die ganze Zeit echt nicht machen möchte. Ich brauche keinen Schwefel, Leute. Ah, ich kann jetzt auch gerade keine... Können wir die Grippe einfach nicht überleben, bitte? Fertig, aus. Stirbt die nicht vielleicht aus? Das würde ich mal gerne wissen. Geht die eigentlich irgendwann wieder auch vorbei? Ich könnte mich gerade wieder vollkommen ins Chaos stürzen, aber scheiß drauf. Okay, der geht noch nicht. Einfach so zip, 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 alles durchmachen. Das ist sozusagen die erste Hälfte der Anlage durch. Zap und zap. Jetzt müssten die Kollegen ja gefüllt werden. Und weißt du was? Die kriegen jetzt auch beide Prio. Jetzt sollte kein Dampf mehr nach unten, nach oben in den Schornstein fürs Erste gehen, weil fürs Erste haben wir jetzt gerade quasi unsere Produktion an Wasser verdoppelt. Und hier kommt schon Wasser zurück. Dadurch, dass es nicht die Seite ist, die ich mir solo angeschlossen habe, geht die Sohle natürlich woanders hin fürs Erste. Aber in Zukunft sollte das dann auch reingehen. Und hier sollte jetzt... Haben wir jetzt so einen hohen Wasserhaushalt, dass wir das Wasser wirklich wegkippen anfangen. Holy shit, okay. Kann ich dem keine Prio geben, bevor du sie wegkippst? Ich müsste dem hier eigentlich noch mehr Ausgänge geben, beziehungsweise mehr Zugänge. Also das kann man vielleicht in Zukunft mit der neuen Verkabelung ein bisschen abändern, dass wir auch einen größeren Wasserpuffer für Notfälle haben oder sowas. Das könnte vielleicht gar nicht schlecht sein. Ein großer Holzcontainer kann... Was denn? Hat keine Bäume zum Ernten? Das wäre das erste Mal, dass du keine Bäume zum Ernten hast. Holy. Nicht ernten. Nach 12 Jahren Ding, Ding, Ding. Was ist das? Die weisen wir jetzt einfach hier zu. Und dann sind die jetzt hier einfach an Mitarbeiter. Weißt, ich ziehe euch jetzt jedem ein LKW ab. Wie schaut's Lager aus? Halb voll, dann kann ich jetzt auch mal wieder Serverteile produzieren. Um die Zukunft ein bisschen voranzutreiben. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung, das Ganze unter Kontrolle zu haben. Gut, 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 gut. Also die neue 2.0 Anlage sollte laufen. Flüssigkeit ist am Zurückkommen und wir kippen es immer noch weg, weil wir so solche Massen produzieren. Das wäre in Zukunft aber dann der Plan, dass das nicht mehr ist, sondern dass das in einen Straight Exit für Wasser kommt, den wir dann verteilen können. Atomkerne haben wir natürlich auch nicht genug, weil das hier gerade sehr bummvoll ist. Da muss ich jetzt gerade nochmal einfach für die nächste Zeit nochmal ein Schüttgutlager dran bauen, bis ich endlich weiterkomme mit den Umbauarbeiten. Das wird halt noch kurz dauern, bis das Ganze hier einen bestimmten Rahmen annimmt. Bis dahin wird es leider noch ein bisschen dauern. So.
So, jetzt wird es hier schon nachgefüllt. So, und solange das hier gut nachgefüllt werden kann, sind wir gleich gut unterwegs. So. Gut, 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 gut. Ja, du beschwerst dich, weil nichts hier reinkommt. Hitzewarnung. Er hat einen geringen Vorrat an Hitze, ja. Aber was ich gesehen habe, wir können den rein theoretisch upgraden. Wir müssen halt davor den Reaktor ausschalten. Und dafür haben wir keine Energiereserven gerade. Wie viel brauchen wir gerade aktuell? Also sagst du mir, der da drüben produziert komplett unnötig. Wenn ich dich hier auf Pause setze, genauso wie dich. Dann sollte ich ein bisschen Dampf hier einspeichern anfangen, oder? Nach einer Zeit. Das Problem ist, das dreht sich zwischendurch. Das hier nicht, das ist nur Reserve. Sobald ich aber einmal den Atomreaktor ausschalte, habe ich ein Problem. Und die Frage ist auch, wie viel kostet das scheiß Upgrade? Ist ja nicht so, als ob wir versuchen, eine Masse das Ganze zu halten. Weil die liefern dann trotzdem durchgehend Dampf. Vorteil ist, die Energie wird kurz gehalten. Ha, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Den kurz ausschalten. Was heißt denn ausschalten, Leute? Inaktiv ist der jetzt. Oder muss das ganze Ding erstmal auf 0 runterfahren? Muss die Wärme auch auf 0 sein? So schnell liefern? Wir haben noch Energie im Background. Also aktuell schaut es noch gut aus. Es wird aber langsam dann anfangen, schwerer zu werden. Wenn ich die Generatoren hochfahren können. Komm schon. Komm schon. Ah, was mache ich eigentlich wieder für Risiko? Scheiße, what the hell? Oh, by the way, unser Atommüll ist voll. Fuck. Ich brauche ein weiteres Atommülllager. Gut, okay. Ah, der kann jetzt auch Mox, okay. Wir fahren dich auf mal 3 wieder hoch. Du weißt was? Wir fahren dich gleich auf mal 4. Gleichzeitig muss ich aber das hier kopieren. Und irgendwo hinsetzen, wo ich gerade Platz habe. Kann ich das schnell bauen, bitte? Dankeschön. Kann ich dann Förderband einfach sagen, ich nehme flaches Förderband 3 und setzt dich da vorne dran. So, bedeutet, der Atomreaktor fährt jetzt wieder hoch und schickt mehr Dampf denn je jetzt raus, hoffentlich gleich. Die Generatoren fahren hoch und wir sollten gleich wieder Strom haben. Das ist ein Sekundenausfall. Es wird kurz wehtun. Kurz wird es wehtun. Aber mit der Masse an Dampf sollten wir jetzt das ein bisschen kompensieren können. Hoffe ich zumindest. Und wir sind wieder gut. Puh.
Aber wo willst du hin? Was ist denn dein Plan? Er will das Säurelager befahren. Oh Gott, damit. Das können wir dir gleich möglich machen. Dafür muss ich bloß einmal kurz eine Rollerleitung umschrauben. Geben Sie mir eine Sekunde. Einmal die Rohrleitung hier von da nach da abreißen. Und schon hat sich das Ganze erledigt. Du hast schon wieder nichts zu tun, what? Dann grab den Rest ab. Ich denke immer, die haben genug zu tun, aber nein, anscheinend nicht. Der sollte da drüber kommen jetzt. Klar, die Kabellage ist ein bisschen blöd gelegt, aber... So, wie schaut's hier aus? Oh, er füllt sich wieder auf. Nice. God's Heaven. Funktioniert wieder. Ich kann jetzt natürlich den hier wieder hochfahren und dann wird wahrscheinlich der erstmal noch betrieben. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass der jetzt noch Antrieb kriegt. What the fuck, die graben viel aus. So, dann nehmen wir aber hier noch den kompletten Teil raus. So. Jetzt sind wir halt in der reinen Kohle, ne? Das ist natürlich Gold für uns. Gold. So, Terraflops-mäßig sind wir wieder am Rande der Vernichtung gefühlt. Aber wir haben doch jetzt die Möglichkeit, diesen Handel mit ihm zu treiben, oder? Ich kann jetzt hier sagen... Und jetzt brauche ich doch wahrscheinlich einfach nur einen Frachthafen, oder? Einen Frachthafen, wo ist er denn? Hier, Frachthafen, wir machen mal einen Vierer. Setzen wir den hier irgendwie so hin. Mit Schnellbau. Jetzt müssen wir nur gucken, welche Module denn für Schüttgut. Ah, hier schön. Zwei Schüttgutmodule bauen wir hin. Kein Frachthafen im Depot. Ah ja, stimmt, da war was. Nein, nicht so. So bitte, dankeschön. So, okay. Anschluss ist da. Jetzt brauchen wir nur noch ein Schiff. Wie scheint, ich glaube, hier hinten ist noch eins. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Dann erforschen wir ein Schiff. Aber hier kann ich für 600 Konstruktionsteile ein Frachtschiff mir gönnen. Weise einen Vertrag zu zuweisen. Schwefel. Stimmt, ich muss ja dann noch den Schüttgut wieder abtransportieren. Ha, da war was. Dann bauen wir hier erstmal M hin, oder?
Sonst jetzt müssten sie ja gleich nochmal hier Schwefel anfangen zu fahren, genau. Gut, und hier drüben. Der Teil scheint schon zu laufen, das ist super. Der füllt sich auch weiter an, oder? Scheint auf jeden Fall so auszuschauen. Was ich mega gut finde. Das ist echt nicht schlecht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir den Vertrag offiziell ins Laufen kriegen und Stück für Stück schauen, dass wir den Schwefel bei uns abtransportieren, wen wir in Übermaßen noch haben. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.